Ich bin heute beim Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes in Neumarkt und neben mir steht die Eva. Welchen Fall nehmen wir uns denn heute vor? Wir schauen uns an, wie man mal prinzipiell vorgeht, wenn man so eine hilfsbedürftige Person findet. Dafür gibt es drei A's: Anschauen, Ansprechen, Anfassen. Also das heißt, ich schaue bewusst hin, wie ist die Haut? Die Haut gibt mir schon viele Infos. Ist er blass? Ist er hochrot auch? Sehe ich irgendwo Wunden, wo ich versorgen muss? Oder auch, wie ist die Haltung auch? Und wenn ich ihn dann anspreche, dann gehe ich runter auf Augenhöhe schon einmal und rüttle ihn an der Schulter, spreche ihn laut und deutlich an. Hallo, hören Sie mich? Wenn ich keine Antwort bekomme, muss ich eine Atemprüfung machen. Im Bewusstlosen, der hat keine Körperspannung. Und die Zunge ist auch ein Muskel, er schlaft auch, rutscht nach hinten, verlegt die Atemwege. Also der liegt so da, der kann nicht atmen. Das heißt, zur Atemprüfung muss ich den Kopf überstrecken. Eine Hand an die Stirn, andere Hand ans Kinn, Kopf überstrecken. Wir brauchen drei Sinne dazu. Hören, fühlen, sehen. Ich höre, ob Luft rauskommt. Ich fühle, ob Luft rauskommt. Und mein Blick geht auf seinen Brust-Bauchbereich. Würde er atmen, bewusstlos mit Atmung, heißt, er käme jetzt in die Seitenlage. Würde er nicht atmen, würde ich nichts feststellen, würde ich starten mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Erste Hilfe zielt immer auf die Erhaltung der Vitalfunktion, der lebenswichtigen Funktion. Verletzungen werden in dem Augenblick nachrangig. Beim Lokalfernsehen können wir uns leider kein Superhelden-Cape leisten. Deshalb gibt es für mich jetzt im Ernstfall eine Warnweste. Dann geht es los. Wie war das nochmal? Ansprechen, um Hilfe rufen, Atemkontrolle, Kopf überstrecken, hören, fühlen, sehen. Wie es anschließend weitergeht, erfahren Sie in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Vanessa, hilf!